Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt, hier auf Mathildis Welt. Heute habe ich mal ein Kompott gemacht. Es hat noch Biss, es ist nicht zu weich und ist lecker fruchtig. Wie ich das gemacht habe, könnt ihr schauen. Ihr könnt es natürlich in vielen Arten abwandeln, je nachdem, was man auch da hat und was man mag. Viel Spaß dabei! Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben und ein Abo. Freue ich mich immer. Glocke abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bleibt neugierig. Los geht's. Ich habe hier Äpfel noch von der eigenen Ernte, die etwas schrumpelig sind. Die nehme ich dazu. Ich habe noch ein paar Äpfel dazu genommen, da die beim Ausschälen doch etwas wenig waren. Rosenmesser etwas klein geschnitten. Und da jetzt Ananaszeit ist, nehme ich auch noch ein Stück von der Ananas. So. Und schneide die Schale ab und den Strinker raus. So, jetzt habe ich die zerkleinert und die Größe kann jeder entscheiden, wie er mag. Jetzt werde ich noch ein paar Walnüsse knacken und klein drücken. Ich zerlasse etwas Butter im Topf. Und jetzt gebe ich die Ananas und die Äpfel dazu. Füge noch die Nüsse dazu. Man kann die natürlich auch gleich zerkleinert kaufen. Ich hatte die anderen da und deswegen habe ich die genommen. Jetzt mache ich noch etwas Birnennektar ran. Ich habe den gerade. Kann man natürlich auch Apfelsaft oder dergleichen nehmen. Und Berberitze. Ist etwas säuerlich. Jetzt lasse ich das nicht mehr so lange an. Ich habe hier Puddingpulver. Das rühre ich an mit etwas Saft. Und rühre das jetzt hier unter. Ich habe bewusst keine Milch genommen. Wenn man Milch nimmt, dann etwas für sich und nicht im Topf mit. Ich vermute, das ist dann zu säuerlich und gelingt dann nicht. Es soll bloß etwas abgezogen werden dadurch. Damit das etwas süßer wird, mache ich noch etwas Kokoszucker ran. Je nach Belieben. Und dann ist es auch schon fertig. Durchrühren und kalt stellen oder warm essen, wie ihr mögt.